Michelstadt liegt ein bisschen abgelegen, mitten im Odenwald. Aber die Fahrt hierher lohnt sich, denn es ist wirklich ein richtig schönes Fachwerkstädtchen. Berühmt ist vor allem das Rathaus, direkt auf dem Marktplatz. Von unbekannten Baumeistern 1484 errichtet. Plötzlich kreuzt eine mondäne Limousine in der Altstadt-Idylle auf. Heraus kommt ein Brautpaar auf dem Weg zur Trauung. Wow! Hallo. Sie haben ja einen Auftritt. Ja, ne? Wie lange kennen Sie mich denn schon? Schon seit 17 Jahren fast. Und jetzt heiraten Sie? Ja. Wie kommt das? Spontan. Spontan, genau. Wer hat denn wen gefragt? Sie mich. Nein, ist nicht wahr. Er mich. Es geht gleich los. Die kleine Hochzeitsgesellschaft muss reingehen. Und ehe wir uns versehen, sind auch wir mittendrin und spontane Gäste auf der Hochzeit von Rolf Hild und Ruth Schmidt. Rolf Wilhelm Hild, sind Sie bereit, aus freiem Willen mit der hier anwesenden Ruth Maria Schmidt, geborene Schäfer, den Bund der Ehe zu schließen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Sind auch Sie bereit, aus freiem Willen mit dem hier anwesenden Rolf Wilhelm Hild den Bund der Ehe zu schließen? So antworten auch Sie mit Ja. Ja. Nun sind die beiden Mann und Frau und sichtbar stolz und erleichtert. Sie sind jetzt ganz aufgeregt, oder? Ich bin aufgeregt, ja. Und auch glücklich? Ja. Ich will es auch nie mehr hergeben. Also, um Gottes Willen, das ist... Ja. Ne? Schatzi. Kennengelernt haben die zwei sich in einer Bäckerei. Sie hat ihm die Brötchen verkauft. Vor 4 Jahren schon gab es dann den Antrag. Aber immer wieder kam etwas dazwischen. Nun endlich hat alles gepasst. Die Stretch-Limousine hat gewartet und bringt alle zusammen zum Feiern. Hätten Sie denn Lust, gleich noch mal wiederzukommen? Dass können wir arrangieren. Ja. Sind wir relativ spontan. Ja, vielleicht nehmen Sie uns ja mal mit. Können wir auch. Ja, machen wir eine kleine Rundfahrt. Ja, das wäre super. Erbach, kein Problem. Ja, gut, bis gleich. Okay, ja? Bis dann. Okay, gut. Tschüss. In der Zwischenzeit gucke ich mir die alten Häuser an. Und komme direkt ins Gespräch mit den Geschwistern Bernd und Astrid Siefert. Sie betreiben eine Konditorei in der Nähe und erzählen, dass das eigentlich bei Touristen so beliebte Michelstadt inzwischen oft gespenstisch leer sei. Machen Sie sich Sorgen? Ja, definitiv. Du hast halt schon Existenzängste. Ja, wie geht's weiter? Kann ich meine Leute noch bezahlen? Ja, schaffe ich das mit den Stromkosten? Aber eigentlich ist Michelstadt ja so schön, ne? Das ist ein Traum. Ja. Das ist der schönste aus der Welt. Seine gute Laune hat Bernd Siefert auch nach 2 Jahren Corona-Krise nicht verloren und hat sich etwas einfallen lassen. Er backt jetzt Brot. Neuland für ihn, der als Konditor schon viele Preise gewonnen hat. Sogar Weltmeister der Konditoren geworden ist. Die Theke ist schon wieder fast leer. Das ist jetzt das neue Brot sozusagen. Das ist das neue Brot. Ist aus der Not eine Tugend gemacht oder wie? Das ist nicht nur eine Tugend, sondern das ist auch eine große Liebe. Also es macht so viel Spaß, dieses Brot zu machen. Es macht Spaß, es zu machen und es macht noch mehr Spaß, es zu essen. Also das ist jeden Tag, wenn es aus dem Ofen rauskommt, denke ich, ja, alles richtig gemacht. Brot wie zu Großmutters Zeiten. Mit natürlichen Zutaten und mit Liebe gebacken. Das kommt gut an. Und war das jetzt ein Schritt vom Konditor zum Bäcker? Bäcker sind Sie eigentlich nicht, ne? Nee. Also es gibt ja immer diese bösen Witze über Bäcker und Konditoren. Das ist ein komplett anderer Beruf. Ja? Also auch bei der Weltmeisterschaft der Konditoren. Da haben wir 400 Gramm Mehl verwendet, aber 15 Kilo Schokolade. also Mehl war für mich, naja gut, das brauchst du halt, um Kuchen zu backen. Ja. Und ich bin total glücklich, weil ich die Leute hier reinkriege und sagen kann, hier, das ist ein geiles Produkt, was wir hier haben. Ich verabschiede mich. Schließlich müsste die Stretch-Limousine langsam wieder zurück sein auf dem Marktplatz, um mich abzuholen. So, dann geht's los, ne? Viel Spaß, ja, eine kleine Rundfahrt, wow. Einmal durch Michelstadt. Das ist ja der Hammer. Vielen Dank. So, jetzt fahren wir einmal
schön durch die Altstadt. Für Kai Gronau ist der Limo-Service ein Hobby. Ein Freund wollte das Auto loswerden. Er war verrückt genug, es zu übernehmen, sagt er. In die große, weite Welt zieht es ihn aber trotz der Stretch-Limousine nicht hinaus. Ich wohne hier in Michelstadt, wohne, arbeite und wirke hier, ja. Ich bin auch ein Urgestein im Odenwald, sag ich jetzt mal. Ja, Odenwälder. Odenwälder, ja. Ein Odenwälder, ne? Was ist denn das Schöne hier? Man kann hier alles machen. In der Stadt ist es halt alles ein bisschen gedrückt, ja. Ich sag mal, da will ich nicht wohnen unbedingt, ja. Also Frankfurt oder Darmstadt finde ich zwar ganz spannend und auch mal ganz okay, ja. Aber wohnen wollte ich da nicht, ja. Einfach hier die Natur, ja, dass man hier einfach ein bisschen freier ist. Großzügigere Grundstücke, großzügigere Häuser, einfach mehr Luft zum Atmen, sage ich jetzt einfach. Ja. Die Natur liegt direkt vor der Tür. Kai Gronau fährt mit uns zum Michelstädter Flugplatz, weil man von dort einen schönen Ausblick hat. Und Sie sind in der Immobilienbranche? Ja, ich bin in der Immobilienbranche. Entwickle Projekte und verkaufe Häuser und Wohnungen. Also bauen, kann bauen, man sagen, genau, ist so richtig. Ihre Leidenschaft? Da habe ich absolute Leidenschaft drin, ja. Schon immer. Wie kam das? Das ist einfach schon immer da gewesen. Ich habe mit 13 schon geholfen, irgendeinem das Dach zu decken. Wenn es dann mal fertig ist oder zum Ende zugeht, hat man die Nase voll. Aber dann dauert es nicht lange und dann hat man schon wieder Lust drauf. Okay. Ja. Schön. Und da haben wir das Michelstadt von oben jetzt, genau. Michelstadt ist Kai Gronaus Zuhause. Hier fühlt er sich wohl. Er fährt uns wieder runter in die Stadt. Der Ausflug in seiner Limousine war ein echtes Highlight. Ja, vielen Dank. Bitte das gerne. War wirklich super. Hat viel Danke. Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß Und gemacht. Und schönen Tag noch. Tschüss, ne? Gleichfalls. Genau. Ein Hoch auf die Spontanität der Michelstädter.